Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem Kanal Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Heute mache ich keine richtige Bewertung, sondern nur ein Erlebnis. Und zwar von dem Glendronach 15 Jahre. Und zwar nicht nur den 15-Jährigen, sondern auch den Glendronach Revival 15 Jahre. Dazu habe ich mir natürlich ein paar Notizen gemacht, wie zum Beispiel, dass dieser Whisky hier, der Glendronach 15, der wurde irgendwann mal, kam der weg. Und also 2015 und ein paar Jahre später, weil die Leute immer wieder nachgefragt haben, wollten sie im Prinzip den wieder aufsetzen, aber sie haben den quasi ja leicht verändert auf den Markt gebracht, auch 15 Jahre. Aber der hier ist nur Oloroso Sherry Fässer gereift, also ich weiß nicht, jetzt Vollreifung oder Finish. Ich gehe mal von der Vollreifung aus. Und hier ist es halt PX und Oloroso Sherry. Ja. Das, warum habe ich dieses Video nicht vorher gemacht, denkt ihr euch vielleicht? Ja, es hat auch einen Grund gehabt. Denn diese Flasche habe ich bestimmt schon ein Dreivierteljahr. Und ich wollte immer gerne dieses Video drehen. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich mir ein Sample hole, weil diese Flasche kostet roundabout, je nachdem, wo man es kauft, zwischen 70 und 75 Euro ist, kann man die kriegen. Manchmal waren die Angebote bei 70 Euro, aber dummerweise ist das über meine Grenze von ja, 60 Euro bei 40% Volumenprozent bei der 0,7 Liter Flasche. Ist leider nicht so, ja. Also habe ich lange gewartet, aber ihr seht, ich habe die Flasche gekauft, aber habe ich 70 Euro gezahlt? Nein, ich habe 60 Euro gezahlt, weil ich gesehen habe, es gab ein Sonderangebot bei einem Händler, den ich normalerweise gar nicht einkaufe. Und der Tipp wurde dann in einem Livestream von einem YouTuber, dann halt wurde das von jemandem verraten oder als Tipp gegeben. Und ich habe dann gesagt, muss ich haben, jetzt kaufe ich ihn. Und dann habe ich mir geholt. Woher habe ich die Flasche? Die Flasche habe ich vom Freund, der trinkt eigentlich gar keinen Whisky, der hat dann im Keller x Flaschen gehabt. Irgendwann hat er gefragt, Thomas, willst du ein paar haben? Da habe ich gesagt, ja klar, gib mir ein paar, lass mal sehen, was du hast. Und dann habe ich dann geguckt, das war dann also schöne Whiskys dabei. Ich habe ja auch schon so ein paar Whisky-Verkostungen gemacht, zum Beispiel den alten Highland Park 12 war einer der Whisky-Videos, die ich da gemacht habe, auch sowas ähnlich wie ich jetzt. Und es war der Glendronach nach 15 Jahre dabei und darüber habe ich mich natürlich gefreut, aber wenn man ihn nicht hat, den neuen, ja, dann ist, kann man es nicht vergleichen. Aber jetzt kann ich ihn vergleichen. Und jetzt schütten wir ihn ein. Korken kaputt. Nein, gerade eben. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt muss ich einen Cut machen. Tja, da musste ich ja mal doch einen Cut machen. Ja, das war ein bisschen heftig. Also ich habe den Korken jetzt rausgekriegt. Habe jetzt einen neuen Korken draufgesetzt. Sieht fast aus wie der alte, bloß, ja, bisschen, der alte Korken war braun, hier der ist schwarz, aber sonst sieht er exakt gleich aus. Ja, dann wollen wir mal mit der Verkostung jetzt weitermachen. Und jetzt schütten wir uns erstmal den 15-Jährigen ein und dann den Revival. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was für einen Unterschied die beiden haben. So. Ist das jetzt fair? Eine Flasche hat ja quasi ein paar Jährchen offen auf dem Puckel gehabt. Das war nicht sehr laut. Dann wollen wir mal gucken. Also, apropos Korken. Ich bin ja kein Fan. Also, ich bin einer, der sagt, ist lieber ein Plastikkork nehmen oder einen sehr, sehr guten Schraubverschluss.
Also da gibt es wirklich gute Schraubverschlüsse. Wunderbar. Man kann auch innovativ sein. Glaskorken nehmen. Andere Dinge. PP, ja. Nur keine schlechten Korks, ja. Also da spart man am falschen Ende. Wirklich. So, dann wollen wir uns mal die beiden anschauen. Alt, neu. Also von der Farbe her sehe ich keinen Unterschied. Die sind exakt gleich. Sie sind beide nicht ungefiltert und nicht gefärbt. Auf jeden Fall ist der hier nicht gefärbt, der Revival. Ich weiß nicht, ob der steht eigentlich. Ich meine, ich hätte drauf gelesen, dass er Anschild filtert und. Ah, hier steht mit Farbstoff. Hier steht mit Farbstoff. Interessant. Okay. Und da ohne. Tja, colored. Das. Aber hier steht nicht drauf, dass er gefärbt ist. In meinen Notizen von dem neuen natürlich muss ich sagen, da habe ich gesehen, dass er also ungefärbt und ungefiltert ist. Ja, Aufreger, Aufreger. 46% Single Malt. So, ich will mir die Notizen jetzt nicht zu sehr alt, neu. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht hier vertan. Und jetzt wollen wir probieren. Erstmal den alten. Beziehungsweise ich will erstmal verriechen. Er hat einen. Man merkt einfach, dass er einen dumpfen, also tiefen Aromen hat. Leicht dunkle, also getrockenfrüchte Aromen. Ja, trockenfrüchte Aromen. Schwer, was rauszukriegen. Wollen wir mal den Revival probieren, beziehungsweise erstmal. Oh, viel fruchtiger. Oh, da kommt eine Frucht entgegen. Die erinnert mich an Pfirsich oder nee, Pfirsich, Nektarinen, eher an Nektarinen. Ja. Hat auch diesen gedämpfteren Fruchtnoten, diese Trockenfruchtaromen, aber nicht so durch diese, ich sag mal, gelben Früchte sind die Trockenfrüchte ein bisschen im Hintergrund. Also vom Aroma her finde ich den neuen besser. So, jetzt wollen wir mal gucken, was er da auf der Zunge zu sagen hat. Und also, die werden nicht umsonst noch ein PX dazu getan haben, habe ich das Gefühl. Dann wollen wir mal gucken, wie da auf der Zunge ist. Direkt da kam direkt die schöne Sherry-Süße dazu. Dann habe ich so ein bisschen leichten Pfeffer. Also ich merkte die Schärfe des Alkohols. Dann kam eine schöne Kaffee, Milch-schokoladige, also es ist nicht wirklich ganz Schokolade, aber so in die Richtung von Schokolade. Trug das so ein bisschen in den Abgang hinein. Und der Abgang ist halt diese Frucht, diese dunklen Früchte, Trockenfrüchte, bleiben quasi noch bestehen. Ja? Okay, gut, dann wollen wir mal den neuen ausprobieren. Also vom Aroma ist schon mal besser, finde ich. Naja, okay.
Der kam am Anfang süßer rein. Man merkt aber deutlich stärker den Alkohol. Der zweite Teil, also der Abgang, also zum Abgang hin, also im letzten Drittel vom Geschmack, würde ich ihn nicht so ganz so intensiv von Mokka-Aromen, sondern es ist dann eher nur leicht. Es kommt noch mal eine schöne Frucht. Also der Alkohol drückt einmal kurz runter. Schöne Frucht. Abgang bleibt diese fruchtigen Komponenten immer noch, diese Mandarinen, Pfirsich, Aromen schön dabei. Also, Was würde ich sagen? Ich würde sagen, der Glendronach Revival ist der modernere Whisky, eindeutig. Man merkt da halt, dass man wirklich gesagt hat, man braucht da ein bisschen mehr Wumms. 15 Jahre alleine reicht nicht. Wir müssen halt ein bisschen mehr bieten. Ich weiß nicht, wie teuer der früher war, aber ich kann mir gut vorstellen, das wird ein Grund sein, warum man ihn erweitert hat, sagen wir mal so. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, ich finde den hier, den alten, mit seinen Abgangaromen eigentlich angenehmer. Und ich versuche gerade noch immer noch hier aus der Nase was rauszukriegen. Es ist diese, ist es eine feige oder getrocknet, vielleicht ist es auch Trockenaprikose. Ich würde jetzt mal sagen, es könnte eine Trockenaprikose sein. Wobei der hier, der Revival, hat sozusagen die frische Aprikose und der hat eine trockene Aprikose. Ja. Ich mag ja diese kräftigen Aromen, aber ich glaube, für den, wie soll ich das sagen? Für die Mehrzahl der Whisky-Trinker, also wenn man jetzt mal mehr auf Marktwirtschaft achtet, ist der Revival der bessere Whisky. Ja. Fruchtiger, im Abgang angenehmer, Antritt ist besser, frischer, fruchtiger. Schön. Ja, jetzt werde ich auch den Revival in die Blindverkostung nehmen. Den alten werde ich nicht in die Blindverkostung nehmen. A, kenne ich den Preis nicht. B, nehme ich nur Whiskys in meine Blindverkostung oder bevorzugt nur Whiskys in meine Blindverkostung hinein, die auch kaufbar sind, wenigstens in dem Zeitpunkt, wo ich sie selbst gekauft habe. Ich versuche zu vermeiden Super Small Batch, das heißt, drei Fässer gibt es. Sind aber quasi schon ausverkauft, weil jeder die haben möchte. Bringt mir nicht so wahnsinnig viel. Also ich möchte schon wissen, dass der Whisky so 2 oder 3 Jahre lang verfügbar ist. Auch, dass ich sage, die Videos, die ich hier mache, sollen auch ein bisschen langlebig sein. Das heißt, habe ich hier ein Fass, wo 100 Flaschen verkauft wurden, 250 Flaschen, zack, verkauft. Ja, dann also bei Single Barrel. Burl, ich glaube, sollte man schon richtig aussprechen. Ja, dann, was habt ihr davon? Also ich persönlich habe davon relativ wenig, wenn ich mir solche Whiskys-Videos anschaue, sondern dann sage ich mir, mal ganz nett, ganz nett, ganz nett, aber irgendwann ist es einfach nur langweilig, weil ich möchte gerne sehen, Mensch, wenn ich sie kaufe, kann, ja, kaufe ich sie mir nicht, kaufe ich sie mir nicht und das finde ich viel spannender. Und das ist der Grund, warum ich gerne die
Whiskys reinnehme oder nur die Whiskys hauptsächlich reinnehme, die halt ja zu kaufbar sind. Es gibt aber auch Ausnahmen. Es gibt auch aber Ausnahmen, die ich mache, wie zum Beispiel Jobst zum Beispiel. Das sind einfach nur Small Batch, das Kleindistillerie. Keine Ahnung, wie lange die Flaschen zu kaufen gibt. Vielleicht nur ein Jahr oder so. Ich habe natürlich sie länger. Dann ist es für mich eher so, dass ich sage: Schaut doch mal auf diese Rarität, auf diesen Destillateur. Das heißt, wie ist die Brennerei? Kennt ihr die? Hallo, ein bisschen. Ich sage jetzt nicht Werbung machen, weil ich mache ja Blindverkostung und keine Werbung. Aber ich mache es aufmerksam und sage dann: Hey, denkt doch mal, es gibt auch die, die sind interessant oder haben einen bestimmten interessanten Charakter, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Und guckt euch die mal weiter an. Ja, das ist das, was ich auch gerne mache. Deswegen sind auch insbesondere bei deutschen Whiskys häufig mal Whiskys dabei, die man nicht so schnell kaufen kann oder schon ausverkauft sind. Aber so einer wie Revival, okay, wenn der jetzt plötzlich heißt, wir machen Schluss damit, dann ist es halt so, kann man auch nichts machen. Aber ich denke mal, den wird es jetzt für die nächste Zeit geben. Guter Whisky. Bin mal gespannt, wenn ich ihn blind verkoste, ob ich ihn wirklich auf 70 Euro schätze. Ich habe eher so das Gefühl, ich würde ihn auf 50 Euro schätzen. Wobei ich bin dann gespannt, ob ich das mit dem Alter rauskriege. Ob ich dann sage, nee, der ist älter als 12 Jahre, dann könnte es sein, dass ich vielleicht ihn auf 60 setze. Aber das ist reine Vermutung. Ich habe keine Ahnung, was ich dann sagen werde. Aber das ist ja das Schöne bei Blindverkostung. Ich weiß es erst, wenn ich es auflöse. So, das war's dann von heute mit dem kleinen Missgeschick. Aber das gehört dazu. Ich sage nur noch, wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, klickt da drauf. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag mit eurem Whisky. Bis dann, tschüss.